Weil drinnen hast das Problem, dass die zeitweise. Ah, scheiße, die meine Ding ruiniert, meine Jacke. Guckst du das nach jedem Angriff nach? Nee, aber ich habe jetzt. Oh, meine ist auch am Arsch. Nee, aber ich habe jetzt gemerkt, durch das, dass ich Blut verloren habe, das kann nur bedeuten, dass die Jacke für den Arsch ist. Meine ist auch am Arsch. Vielleicht finde ich eine neue. Sollte kein Problem sein. Ich habe einen Hoodie gefunden. Pristine. Eben rot-grauen Hoodie. Was ist das denn? Im ersten Stock sollten eigentlich auch Waffen liegen. Hier liegt gar nichts. Entweder im Stiegenhaus oder in die Zwischenstockwerke. Ich bin gerade im ersten Stock und da ist tote Hose. Du bist an einer Sichel und an einer Mistgabel vorbeigerannt. Geil. Beste, was es gibt. Ah, na, Blödsinn, im zweiten Stock war das dann, wo die Waffe droppen kann. Ah ja, hier ist immer. Bei den so verbarrikadierten mäßigen. Sag schnell. Na, Bänken. Ist aber nix. Nixe. Hier ist ja Feuerwehraxte. Ja. Ja, schau her. Ja, was soll ich damit? Nein, sag mal, dass du siehst. Dass du genau schauen sollst das nächste Mal. Ich hab gut genug geguckt. Okay. Bist du ganz drauf? Ja. Ist da im Regal was? Nee. Und dann ist. Weil da liegt maximal Scope oder Medizin oder was weiß ich. Ah, da liegt ein Apfel. Ein Apfel. Ach, hier oben ist auch nichts. Sind da hinten noch Garagen? Ah, jo. Wo siehst du Garagen? Hier? Da? Garagen? Da ist eine Leiter. Alter, fast wieder. Weißt du, da. Hey, schau mal, die Häuser sind ja komplett ruiniert. Das kenne ich sogar. Oh, scheiße, da kriegt ein Zombie raus. Oh ja. Fuck, 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 fuck. Bleib du oben. Das ist wieder eine der seltenen Exemplare. Ich hab gesagt, du sollst oben bleiben am besten. Ah! Der springt da jetzt genau rein. Hey, dein Charakter hat gestöhnt. Hey, der glitscht weg. Ja, der hat's noch nötig, deswegen. Ich gehe zu der Garage. Auf zu den Garagen. Aber wie er da aus den Ruinen rausgekrochen kam, oder? Ja. Der hat sich bestimmt gerade gepaart. Ja, ihr müsst wissen, liebe Zuschauer, der typische Paarungsort. Wow. Soll ich da missgestalten? Sind so alte Bauruinen. Alter, die ist mir jetzt richtig reingerannt. Daher ist anteifelt. Eine Säge. Damit kannst du die Shotgun absägen. Ja, ich weiß. Und Dosen öffnen und so. Ja, und die Handschellen öffnen. Ja, das weiß ich. Ah, dann passt schon. Bist du noch in der Garage? Ich habe was getrunken. Jo. Lass uns zum Hafen gehen. Zum Hafen! Auf zum Hafen. Wenn du jetzt dort die Hauptstraße weiter folgst, nach der Rechtskurve dann noch weiter, dann Ja. ist es die Straße, was dann an der Küste entlang führt. Autos. Und Trinke Wodka, guck. Wodka. Wodka ist gut. Die wäre dann auch zum Schiff kommen. Die Ja. Straße jetzt, die Hauptstraße jetzt, wo wir jetzt haben. Schuhe. Schön.
ist ja die Straße, die einfach. Oh, da ist die Tür offen. Angelehnt. Mhm. Geht das auf? Nö. Ich glaube nicht. Der Puff ist offen. Der Puff? Mhm. Ah ja. Gummistiefel. Verrottete Karotte, First Aid Kit. Ja, aber leer. Echt? Ja. Okay. Dafür ist da ein IV Starter Kit. My leg is pain. Oh nö. Du brauchst einen Splint. Ja. Ich bastel dir schnell einen. Yay. Er bastelt mir einen. Na, warum tust du jetzt nicht? Hä? Ich sag, warum tut er das jetzt nicht? Ich hab keine Ahnung. Hä? Was ist denn jetzt los? Hast du Stöcke? Ja, ja. Und Ding. Und Rex. Irgendwas stimmt da nicht. Legst du auf den Boden? Ja. Bastelstunde! Hast du noch einen Rack? Ja. Okay. Ich geb dir Deckung. Bastelstunde! Heute basteln wir uns eine Arm- und Beinschiene. Ja. Einen sogenannten Splint in DC. Hast du? Ja, ich verbinde mich schon. Mhm. Ja, aber wieder on my limp. Ja, ja. Mhm. Was hast du eigentlich limp? Vielleicht sind die Schamlippen so ausklein. Und hier kommen wir nicht rein. Das sind noch ein paar Hafen. Baden! Ja, das auch. Da steht ein halber Zombie. Wo? Da. Bist du schon wieder? Ja, hier. Ach so. Warte, ich komme. Zeig mir. Wir gehen jetzt F4. Da. Nee. F6, da? Glaube ich, war nee. Das. Da. Da, okay. Da. Ich muss, wie gesagt, ich muss unbedingt noch der Aufnahme umstellen auf F10 umstellen. Und hoffen, dass die keine neuen Animationen mehr dazu einfügen. Ja, aber das wird ja ein Problem, weil schon mal F12 ist ja Standard Screenshot-Taste. Ah, die hat nur 4, egal, mein jetziger Hoodie hat auch nur 4. Nehm, uff! Ist nur worn, aber egal. Ja, besser als ruiniert. Eben. Vor allem, es gibt besseren Schutz. Eine worne Hosen? Ne, meine ist noch Scheiße, meine Hose ist ruiniert. ich sollte die mal umtauschen. Ich war's nicht. Das waren die Zombies. Oh. Ich hab's gesehen. Was ist los? Hallo, Herr Zombie. Oh. Was ist? Ich hab gedacht, der backt in der Wand. Okay. Doch nicht. Aber ich kaufe ihn mir. Na? Ausgezeichnet. So. Da musst du mal zum Beispiel. Es gibt hier noch einen Bahnhof, also einen Bahnhof auch noch. Wo du in die Dinge, in die. Sag schnell. Waggons reinschauen kannst. Okay. Schau mal, dort zum Beispiel die Waggons kannst du reinklettern. Geil, können wir da drin übernachten? Hey, da drinnen ein Lagerfeuer aufschlagen, hä? Ich höre einen Zombie. Wie die Sandler. Ich nicht. Ah, doch. Na, hier ist nichts.
gehen wir in die Richtung. Weil es dann auch die richtige Richtung dann für die größere Stadt. Hüpp. So, was ist das hier jetzt? Ein Zugbahnhof. Das ist so der Güterbahnhof, kannst du was sagen? Ja. Warte mal, das ist so ein Bahnhofsgebäude. Gehen wir mal in das Bahnhofsgebäude. Pass auf, da sind aber öfters Zombies hier in der Gegend. Da, wo du reingehen kannst. Ah, da kommt schon. Oh. Autos. Ich höre einen Zombie. Hier, schau mal. Was ist hier? Trinken. Hey cool, das ist so ein kleines. Das ist so ein kleines Lagergebäude, kannst du sagen. Eine Schaufel! Ich höre auf jeden Fall Zombies. Wo ich bist hör du? Keine. Ja, draußen auf dem Parkplatz. Achso, auf dem Parkplatz. Schade, im Schaltgebäude, da ist Mara sonst immer. Oh ja, ich sehe einen. Boden. Ah da. Zwei Stück. Mhm. Guck, guck. Kopf ab. Hallo Schlampe. Da ist nix. Da ist eine Orange und eine Spaghetti-Dose. Geil, ich habe so viel Essen. Ja, ich auch. Hier in den, da nochmal in den Schalterraum ist nochmal, liegt nochmal immer ein großer Rucksack. Ja, jetzt nicht. Ja, leider. Das dürfen sie geändert haben. Schauen wir noch die Waggons durch, oder? Können wir machen. Was ist da drin? Da ist nichts mehr drin. Sicher? Nein, überhaupt nicht. Ja, nur Krempel, was wir nicht brauchen. Tape. Ja, was brauchst du denn Tape? Schuhe, Holz, Mützen. Ich sag ja, Kraftwerk, was wir nicht brauchen. Aha, okay. Eine Double Rifle im Zugwaggon. Auch interessant. Ich höre einen Zombie. Ich auch. Ah, im Waggon. Im Waggon? Mhm. Okay. Interessant. Ich stand wirklich vor. Wow. Die hat mich jetzt nämlich gehittet. Wie sie voll nach hinten. Schlampe. Wie sie nach hinten rausgeholt hat. Was ist das? Zerdienen. Nee. Ja, ich konnte hier gerade irgendwo hochklettern. Ja, das ist bei den Waggons. Also wenn du jetzt nicht so eine Rampe hast wie jetzt da, kannst du nämlich da hochklettern. Achso, okay. Das ist die kleine. Ah ja, okay. Aber ich glaube zumachen kannst du aber nichts. Ah ja, das wäre zu geil. Mhm. Oh, eine Spraydose. Und welche diesmal? Black! Yeah, jetzt kannst du so mal dich schwarz lackieren. Ja. Oh, Zombie. Naja, die ist eher grau statt schwarz. Hm. Wow, leck. Hast du? Aber. Ja. Wirst du? Warte. Alter. Der hat mir schon wieder mein Pullover ruiniert. Ach. Alter, diese Zombies. Komische Viecher, ne? Ja, deckst du mich mal kurz bitte? Ja. Badly damaged. One. Hast du nur das Nähzeug? Hab ich das noch? Ja. Kannst du mir das kurz am Boden legen? Geht nicht. Okay, machen wir das anders mal dann. Ah, nee, warte. Ich hatte den Body in Ding deswegen. Achso. Müsstest du wieder mitnehmen oder sorry? Nein, nimm nur. Was ist das Problem? Da haben wir noch Viererplatz nicht. So. Schau mal, da vorne ist die Lokomotive. Ja, jetzt einsteigen und wegfahren. Hm, da ist eine Schaufel drin. Das mache ich jetzt. Überfahr mich! Da ist eine Spraydose. Grün. Hm.
Probier mal nochmal grün drüber, vielleicht ist so schwarz-grün gefleckt. Nein, 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 Bei der Waffen, bei den Waffen funktioniert es, aber da muss die Waffe zuerst schwarz sein, also bei der wo bist Mosin. du? Bin zu den anderen Ding weitergelaufen. Ah, drin, ja, okay. Hey, hier ist ein Pristina Grey Hoodie. Den nehme ich mal mit. Mach das. Warst du hier drin schon? Nee. Ich schau mal von außen. Hier liegt eine Feuerwehraxt. Hier ist eine Hose. Hier liegt noch ein Ding, eine Shotgun. Und das war's dann eigentlich. Das war eigentlich die eine der neuen großen Städte. Was sagst du zu der? Ja, groß, cool, ne? Ja, aber die Also haben. gefällt mir besser als die anderen. Vor allem schön gemoddet, oder? Ja. Da passt, ich glaube, meines Wissens glaub ich, müssen wir hier lang. Da lang. Ja, in die Richtung. Ach so. In die Richtung. Ja gut, aber ich würde endlich hier, ne? Hier. Ja, das werden wir schon schauen. Hier. Das geht nicht. Doch, doch. Nein. Doch, du machst es. Nö, bei mir nicht. Ja, du, bei dir packt es immer zwischen die zwischen unten Ding herum. Egal. Dum, dum, dum. Ich weiß leider so nicht genau, wo die ist, die Stadt, aber versuchen wir einfach mal offscreen dorthin zu laufen, oder? Jo, alles klar. Passt. Bis denn, Leute. Ja, Leute. Wir haben die neue Stadt entdeckt und gebt euch das Panorama mal, was das für ein Ausmaß ist. Also, Varalo, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist jetzt schon ziemlich spät. Ja, es ist wirklich spät. Alter, und ich wäre, und vor allem, es sind fast keine Leute auf dem Server. Und hier soll nochmal immer schön PvP-Action sein. Stimmt. Knarre in die Hand ist immer ein schönes Bild. Ich wäre dafür, wir verabschieden uns mal für heute Ja. mit dieser Aufnahmesession und diese Stadt nehmen wir uns dann in einer neuen Aufnahmesession von DayZ Standalone vor. Eben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und dort werden wir versuchen, mehr PvP-Action, also wirklich Bandit-Style. Ja, auf jeden Fall, weil es sind einfach jetzt, wir können ja mal gucken. Es sind ja zwei andere Leute noch auf dem Server. Ja, aber Keine Ahnung, wo die sich rumtreiben. ganz ehrlich, nur mal noch zur Erklärung für die anderen beiden, die wir uns noch getroffen haben. Du hast ja früh genug gemerkt, dass da noch ein zweiter ist. Also wenn wir uns mit den einen angelegt hätten, hätten wir sicher verloren. Ja, glaube ich auch, weil der eine draußen stand noch. Ja, und bevor wir uns wieder neu finden hätten müssen, sind wir lieber hier in der neuen Stadt, oder? Jo. Und die präsentieren wir euch das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es uns in die Kommentare. Und wir sehen uns. Hallo, ich sag danke fürs Mitnehmen. Jo, ich bedanke mich ebenfalls. Und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Tschö.